Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen aus der Janina in Food Küche. Ihr seht es, die Augen sind noch ein bisschen klein, Kaffee ist aber in der Hand, das sollte gleich vorbei sein, denn es wird gebacken. Ja, und zwar ein veganes Bananenbrot. Ich freue mich mega. Ich habe das Rezept tatsächlich gestern schon perfektioniert und heute jetzt für euch hier. Und schaut euch mal die kleinen süßen Babys hier an. Die haben wir netterweise von KitchenAid zur Verfügung gestellt bekommen. Und entschuldige mal, wie schön ist dieses Blau und wie schön ist alles, bitte. Ich freue mich sehr und ich hoffe, das Backen wird demnächst noch leichter gehen. Und passt mal auf, ich werde demnächst eine Backqueen. Ich habe ja tatsächlich schon mal ein Bananenbrot gemacht, aber das war nicht vegan. Und die Nachfrage war sehr hoch. Deswegen jetzt hier veganes Bananenbrot. Und dafür werde ich zuallererst mal die trockenen Zutaten vorbereiten. Dafür schnappe ich mir hier die Walnüsse und werde die nur ganz kurz einmal häckseln. Ihr könnt die natürlich auch mit einem Messer klein schneiden. Aber ich habe hier mein kleines Wunderding. So, fertig. Dann werde ich auch das Vollkornmehl schon dazugeben und das Backpulver, eine gute Prise Salz und natürlich Zimt. Und jetzt kümmere ich mich um die nicht trockenen Zutaten. Dafür schnappe ich mir hier die Datteln. Bedenkt bitte immer, bei Bananenbrot nehmt keine Bananen, die nicht vollständig gereift sind, weil wir brauchen die Süße von den Bananen. Gerne auch überreife Bananen, wenn ihr die zu Hause habt. So, einfach hier mit rein. Nun geben wir den Essig dazu. Der Essig sorgt dafür, dass das Brot richtig schön fluffig wird. Vanillepaste. Ihr könnt natürlich auch Vanille von einer Schote abkratzen. Aber dadurch, dass hier in der Janina in Foodküche sehr viel Vanille gebraucht wird, sind wir auf Paste übergegangen. Ich muss euch eine Sache sagen. Wir haben fürs Kochbuch so ein paar Rezepte ausprobiert und wir hatten davor einen Mixer. Es hat gestunken und gequalmt, weil das war einfach so ein Billo-Teil und es musste natürlich dann sofort entsorgt werden. Dementsprechend gut ist es jetzt, gute Geräte hier zu haben. Nun geben wir unsere Pflanzenmilch noch dazu und ein wenig Pflanzenöl. Und dann wird das Ganze noch weiter gemixt. Könnt ihr mir das bitte einfach als Pudding servieren? Es ist so geil. Mmh. Diese Flüssigkeit geben wir jetzt hier rein. Jetzt geben wir unseren Knethaken hier ran. So, ist alles fest. Runter das Ganze. Und jetzt kann die Maschine mal schön ihre Arbeit tun. Hoch, schaben hier unseren Teig in unsere Schale und heben unsere Blaubeeren unter. Ich lasse mir noch ein paar übrig, weil ich werde das später mit Blaubeeren essen. Habe ich voll Lust drauf. Ach so, übrigens, was mir gerade einfällt, ich habe neulich auch den Tipp von euch bekommen, weil oftmals ist es bei mir natürlich so, dass wenn ich die trockenen Sachen zuerst reingebe und dann mit den flüssigen Sachen arbeite, dass unten immer noch ein bisschen Mehl bleibt. Also eigentlich müsstet ihr es so machen, erst die flüssigen Sachen rein und dann die trockenen Sachen obendrauf, dann habt ihr nicht das Problem. Aber meine Güte, die Arbeit kann ich mir jetzt hier auch noch machen und das einmal unterheben. Und jetzt gebe ich Teig. Nein. Achso, der Backofen, den habe ich vorgeheizt auf 180 Grad
Und wenn das Brot gleich reinkommt, dann dauert es ca. 45 Minuten. Aber da könnt ihr natürlich dann auch einfach den Test machen, ob es schon gut ist, indem ihr einfach so ein Holzstäbchen nehmt, das reinpiekst und wenn nichts mehr an diesem Holzstäbchen haften bleibt, dann ist es gut. So, das Brot ist abgekühlt, zumindest ein bisschen. Es ist noch schön lauwarm, so wie ich es am allerliebsten mag. Und ich werde es jetzt einfach hier aus der Form rausheben. Und das Ganze aufschneiden. Mmh. Yummy. Halt es hier auch noch ein bisschen, aber... Mmh. Lecker. Wenn ihr das einfach mit so ein bisschen Margarine esst. Ich finde es perfekt von der Süße. Wenn ihr es süßer haben wollt, macht ihr einfach noch so ein bisschen Agavendicksaft oder sowas rein. Ich würde es nicht machen. Das ist köstlich. Ihr Lieben, macht es nach. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ist echt lecker. Ist richtig, richtig lecker. Nice. Mm. Sehr geil. Vor allen Dingen durch die Blaubeeren hat es nochmal sowas schmanschi, schmanschi. Ich kann mal probieren und von der Konsistenz ist auch geil. Mm. Ja, so lecker. Schön weich, fluffig. Ja. Vor allen Dingen hat man das Gefühl, man hat sowas richtig Gutes irgendwie auch gegessen, ne? Mm. Ja, wir sind uns einig. Tschüss jetzt.